Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Horsehaven World Adventures. So, ich stehe hier heute diesmal nochmal in England, in Holmfirth. So, wir äppeln hier mal ab und ernten noch ein paar Erdbeerchen. So, hoppala. Ah, nein, das wollte ich nicht. So, wir können hier direkt mal noch wieder neue anpflanzen. Die Erdbeeren gehen eigentlich recht gut auch zu verkaufen. Ich habe erstmal noch ein bisschen Luft gemacht in der Scheune. So, und was haben wir denn hier alles für Post? Ein mysteriöses Geschenk. Ich habe so viele mysteriöse Geschenke. Ich mache heute das auch von Tiny... Nee, warte mal. Ich lade mal weitere. Iron Ringmaster. Mache ich heute mal auf. So, was haben wir drin? 2 Perlen. Yay! Juhu! Perlen sind immer cool. Ich komme nicht so oft zu Perlen. Ihr wart wieder zu Besuch, habt gestreichelt und geholfen. Und ich war auch wiederum Stallbursche bei euch. Und so. Im Endeffekt, ich bin jetzt gefragt worden, warum ich denn nie die Pferde füttere, weil ich damit ja auch die Scheune leerer bekomme. Das mache ich momentan deswegen recht ungern, weil mir dabei so oft das Spiel abstürzt. Das hakt dabei irgendwie extrem häufig und deswegen mache ich das momentan eher weniger. So, dann wollen wir doch mal... Stehen jetzt, nee, die stehen beide wo stehen die denn? In Frankreich oder in Montana für die Jungfrau? Ich glaube in Montana, oder? Weiß ich gar nicht. Kann nur sein, ich bin auf dem falschen Dampfer. Da müssen wir gleich nochmal eben gucken. Wir kommen ja sowieso noch in jedes Gebiet. So. Zack. So. Und hier auch noch. Und du kannst eigentlich direkt schon wieder trainieren. Hallo? So. Du kannst direkt schon wieder trainieren, Wind. Hallo, ich möchte bitte den Stall anklicken. Danke. So, du auch wieder. Zack. Und hier haben wir leider kein Glück gehabt mit unserem bayerischen Warmblut. Das heißt, du wirst direkt verkauft. Tut mir leid, aber ich brauche den Platz für Baldi und Dahlia. Ich nehme hier jetzt heute keine Züchterbelohnung. Die möchte ich gerne für die Jungfrau nutzen. Und ich meine, 20% ist jetzt auch nicht so gering. Auf die 4% kommt es dann nur auch nicht wirklich an. Seht ihr, das hätte auch nichts gebracht. So. Die Hilfe würde ich trotzdem, glaube ich, hier nehmen. So. Nächstes von 11. 11 von 11. So. Gut. Dann geht's direkt weiter nach Deauville. Da sind wir ja auch noch dabei, am Warmblut zu züchten, am Bayerischen. Ja, da ist er schon abgestürzt. Das sind die beiden Punkte, wo ich wirklich immer am meisten die Luft anhalte, wo es am häufigsten abstürzt. Nämlich dann, wenn ich einen Ort wechsle und dann, wenn ich ein Pferd füttere. Es ist ein bisschen blöd. Sag mal, wer von euch, oder kann noch überhaupt jemand von euch, der Android nutzt, die Pferde streicheln? Putzen. Ich glaube, auf iOS habe ich gehört, geht das noch. Aber auf Android soll da wohl irgendwas buggy sein, dass es deswegen rausgenommen wurde. Das ist halt blöde, weil so fehlt eine komplette Spielfunktion. Das ist ein bisschen schade. Weil ich habe jetzt auf dem Handy ja auch immer mal wieder reingeguckt und da habe ich es ganz genauso wenig. Und ich habe ja ein Android-System. Ist ein bisschen schade. So, Tilly. Du kommst auch weg. Euch beide kann ich auch noch trainieren. Hier Amadeus und Leda ist, glaube ich, schon... Ja, Leda ist ausgelevelt. So, Paula, du auch noch. Jetzt gehen wir mal wieder zu Fred nach Deutschland. So, zack, da rutscht er schon zum Bildschirmrand raus. Vielleicht haben wir ja da heute mehr Glück mit einem Stufe 2 bayerischem Warmblut. Das ist halt momentan generell überhaupt erstmal Voraussetzung dafür, dass wir das bayerische Warmblut überhaupt noch irgendwie bekommen können. So. Weil ich komme momentan einfach anlässlich an die Steine. Ja, dann wollen wir doch mal schauen. So, und nein, ganz weit weg. Ganz weit weg. Na gut, kann man nichts machen.
Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Ja, ich fürchte fast, es wird nichts mehr werden. Vielleicht dann mit der nächsten Rasse. Müssen wir mal schauen. Ich werde jetzt dann aber, wenn mir die nächste Rasse nicht hundertprozentig gefällt, dann werde ich sie mir dennoch nicht holen. Auch nicht, wenn es halt eine höhere Seltenheit ist und eine höhere Stufe. Ich schalte das wirklich erst dann frei, wenn es mir gefällt. Ich hoffe wirklich, dass der Araber so in seiner Form nochmal reinkommt. Dass das immer so ein bisschen durchrotiert. Das wäre schön, weil der Araber gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Das war für mich persönlich das schönste Stufe 4 Pferd. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich nicht oft genug gespielt. Das war ja die Zeit, gerade das war, glaube ich, eins der ersten Pferde, die auf diese Art und Weise reingekommen sind. Und damals hat ja mein Horsehaven so gesponnen. Und deswegen habe ich da leider gar nichts dran gemacht. Irgendwie habe ich momentan wirklich ein Problem mit meiner Stimme. Doof. So, auf nach Montana. Ach, warte mal, ich habe ja was total vergessen. Ich will noch mal eben zurück. Ich bin auch eine Flitzpiepe. Ich sollte vielleicht auch noch gucken, dass ich hier die Minen, dass ich da was raushole. Mensch, Mensch, Mensch hier. Wäre mir doch fast das hier durch die Lappen gegangen. Das wäre ärgerlich. Ja, 11 Tage haben wir nur noch Zeit, hier irgendwie einen züchterischen Erfolg zu haben. Ja, seht ihr wieder der Ortswechsel. Hier irgendwie noch einen züchterischen Erfolg zu haben, was das bayerische Warmblut angeht. Und 11 Tage, das heißt, wir haben nur noch die Aufnahmen nächste Woche. Ich werde natürlich versuchen, unter der Woche immer noch so ein bisschen weiter zu spielen, um eben noch die Chance zu erhöhen. Aber ich denke, es ist relativ unwahrscheinlich, dass wir es noch schaffen, das bayerische Warmblut zu erspielen. Aber gut, das ist dann halt so. Es hat mir zwar wirklich, es gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, aber ja, ist dann halt so. Kann man nichts dran machen. Wenn es halt nicht klappt mit dem Züchten, dann klappt es halt nicht. Ich will ja jetzt auch nicht Unmengen an Diamanten reinstecken, weil das ist es mir einfach auch nicht wert, muss ich ganz ehrlich sagen. Da sind dann andere Sachen, wo ich sage, da wäre es mir jetzt wichtiger, deutlich wichtiger. So, zack, zack, zack. Ihr könnt alle mal noch ein bisschen leveln. So. Du auch noch. So, und jetzt versuchen wir doch gleich mal unser züchterisches Glück mit den beiden hier. Mist. So. Snowhoof und Levantina. Mal da. Züchten. Wir haben eine 13-prozentige Chance auf die Jungfrau. 16%. Nicht wirklich groß. Ich hoffe, wir bekommen das irgendwie hin. Da wäre ich echt traurig, wenn es nicht klappt. Oh, das war direkt schon so eng. Oh. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Ach, komm. Ja. Muss ich leider 17,5 Stunden warten und auch einiges bezahlen. Bezahlen wir einiges? Nee, machen wir nicht. Da bin ich dann doch zu geizig für. Ach komm, das ist ja schade. Oh. Blöd. Blöd, blöd, blöd. 20 Tage habe ich noch Zeit. 20 Tage. Ich hoffe, ich kriege das noch irgendwie auf die Kette. Das wäre schade, wenn nicht. Guck mal, hier wollen wir nochmal ein Rennen reiten. The War Admiral. Wir sind schon lange kein Rennen mehr geritten. Wir haben gerade noch ein bisschen Luft in der Aufnahme. Da könnten wir das doch eigentlich nochmal machen. So. Dann reiten wir das nämlich jetzt noch. Dann schauen wir mal nochmal bei uns auf den Hof. Ich bin mal gespannt, ob man da vielleicht dann irgendwann die Möglichkeit hat, na toll. Ob man da vielleicht irgendwann die Möglichkeit hat, den Reitclub zu erweitern vielleicht für Münzen oder Diamanten. Wenn man dann Aufgaben machen kann. Das war, was weiß ich, mit den Aufgaben vielleicht auch Geld für den Club verdient oder sowas und davon dann irgendwelche Belohnungen kaufen kann. Hätte meiner Meinung nach Potenzial. Muss man mal schauen, was denn der Ubisoft sich noch einfallen lässt und reinpackt. Also meiner Meinung nach kann man sehr, sehr viel anfangen mit diesen Reitclubs. Ich bin mal gespannt.
Ich bin mal gespannt. Das hat auf jeden Fall Potenzial. Wow. Das ist ja teilweise so schwer zu sehen. Diese schiefe Ansicht, das sieht total cool aus, das Rennen. Ich mag auch die Musik gerne, die ich jetzt aber gerade ausgeblendet habe. Könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch mal wieder die Original-Spielmusik wünscht oder ob ich weiterhin meine eigene drin lassen soll. Aber ich mag es vom Aussehen her auch unheimlich gerne. Das erste Rennen dieser Art, verflixt, jetzt habe ich das Schild versaut. Das erste Rennen dieser Art mit diesen Ebenenwechseln, das war ja Brasilien, was reingekommen ist. Aber das hier, das gefällt mir viel, viel besser. Und da stürzt sie schon wieder ab. Weil ich blöd gesprungen bin. Na gut, jetzt ist gleich Ende. Und da hockt er sich hin. Da hockt er sich hin und sagt er, nö, ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Lassen wir alle in Ruhe. Oh. Hey, hey, immerhin, immerhin. Vielleicht hält das ja noch bis morgen. Das wäre ganz cool. Okay. Gut, das Quiz können wir mal noch eben machen. So, ach guck, wir haben eine Aufgabe. Nee, später. Wir haben eine Aufgabe abgeschlossen. Yay! Apfelkekse haben wir gerade nicht. Fischen, so, ja, komm. So. Der Ägidienberger ist eins der wenigen Pferde, der dies instinktiv kann. Grand Pas, Tölt, Vogue. Das ist der Tölt, weil der Ägidienberger ist, lass mich nicht lügen, ich glaube, das ist eine Mischung aus Isländer und Paso Peruano. Das ist ein sieht quasi aus wie ein Isländer, ist aber auf größer gezüchtet und ein bisschen eleganter. So, aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob es wirklich der Paso Peruano ist, der da drin ist. Aber ich meine, welche dieser Rassen ist keine Unterart der Bolognese-Rasse? Quachon, Saint-Français, Mayonnaise, Marieux? Ich habe keine Ahnung, ich kann kein Französisch. Das war klar, dass das Saint-Français das ist. Blöd. Das habe ich auch schon zigmal, habe ich das richtig angeklickt. Weil Saint-Français ist ja keine Unterart. Ah, Mann. Ich Doofnuss. Ich sollte vielleicht aufhören, hier unkontrolliert durch die Gegend zu klicken. Auf welcher Range können im Spiel Apfelbäume wachsen? Füssen, Montana, Deauville. Das ist natürlich Deauville. So, ihr Lieben. Das war's aber schon wieder mit Horsehaven für diese Woche. Leider ohne größeren züchterischen Erfolg. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ich versuche weiterhin unter der Woche mein Glück. Vielleicht kann ich euch dann ja nächste Woche schon einen Traumfohlen präsentieren. Also, ihr Lieben, ich bedanke mich für... Ah, nee, warte mal, ich wollte ja noch eben hier auf den Hof. Hihi. So, los. Ich bedanke mich aber trotzdem schon mal fürs Zugucken. Okay, den Hof lasse ich dann heute doch weg. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächsten Samstag wieder und mal gucken, vielleicht klappt es ja bis dahin mit dem Fohlen. Bis dahin, ciao.